Und auch in dieser Woche bestätigt unsere Hauptstadt wieder mal jedes einzelne Klischee. Gestern plötzlich Hochspannung und drei Wahlgänge auf dem Weg zum neuen regierenden Bürgermeister. Was beweist, für Vollchaos ist Berlin gar nicht auf Klimakleber angewiesen. Und die kleben da ja auch noch. Seit Montag versuchen angeblich hunderte Aktivisten der letzten Generation, möglichst viel lahmzulegen. Es ist inzwischen, glaube ich, allseits bekannt, das Prozedere, aber natürlich immer noch effektiv. Ich meine, wenn die da auf der Straße sitzen, was willst du machen als Autofahrer? Gut, außer natürlich einfach drumherum fahren um die Blockade. Und ich finde, da hätten sie drauf kommen können, dass die Stelle nicht optimal ist, sage ich mal. Ne? Oh Gott. Ja, als nächstes kleben sie sich wahrscheinlich in der Mitte eines Kreisverkehrs fest. So, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, mittlerweile ist es wie ein Theaterstück, das immer wieder neu aufgeführt wird. Immer das Gleiche. Ich meine, die kleben sich an, dann kommen Autofahrer und sagen, geht arbeiten. Irgendwer schubst, dann kommt die Polizei mit ihrem Speiseöl. Man hat es irgendwie über, oder? Ich finde, man hat es irgendwie über. Wie wär's denn mal, weiß ich nicht, mit was Neuem im Klebebereich? Heute reichen die normalen Lösungsmittel teilweise nicht mehr aus. Die Polizei rückt mit riesen Trennschleifern an, um die Klimaaktivisten vom Asphalt zu schneiden. Jo, selber schuld. Selber schuld. Ab jetzt hat der Johannes hier eine Asphalthand. Ne? Das ist, ja, das ist nicht optimal. Ist ihm dann später auch klar geworden beim Klavierunterricht. Ja, nur beim Tischtennis war es eigentlich ganz praktisch, muss man sagen. Ne? Inzwischen hat die letzte Generation wirklich gar keine Freunde mehr. Gar keine. Sogar die Grünen gehen auf Distanz. Während sich bei Autofahrern die Stimmung, muss man sagen, weiter aufheizt. Bis hin zur Selbstjustiz. Unschöne Bilder. Justizminister Buschmann warnt schon vor, ich zitiere, Straßenschlachten wie in den 20er und 30er Jahren. Genau, als Nazis und Kommunisten sich umgebracht haben. Umbringen, ankleben, merken Sie selber, ne? Ja. Seit dieser Woche sind die Klimakleber wirklich sowas, sowas wie das heimliche Wahrzeichen der Stadt. Idee, vielleicht sollte man Berlin sogar umbenennen in Themenpark Klimakleber. Sponsert bei Patex. Das wird voll die Touristenattraktion. Ne? Japaner können Fotos mit den Angeklebten machen. Jeden Tag um 14 Uhr ist die große Evil Knievel Stunt Show. Ne? Da springen wütende Motorradfahrer aus dem Stau mit einer Rampe über die Aktivisten. Und natürlich Kinderschminken. Also Kinder dürfen denen lustige Tigergesichter malen. Ja, natürlich, ins Stadtbild integrieren, anders wird's nicht gehen. Absurd wird's für mich, wenn es jetzt heißt, die Akzeptanz für Klimaschutz schwindet wegen der letzten Generation. Ja, genau, wirklich genau. Alles lief super, alle waren bereit, richtig viel zu ändern fürs Klima. Aber jetzt, wo diese bösen Kinder durchdrehen, mach ich nicht mehr mit. Ja, die sind wirklich die perfekte Ausrede für alle, die schon länger finden, dass Klimaschutz an sich nervt. Andere sind wenigstens ehrlich. Für ihre Aktionen ernten die Klimaaktivisten viel Kritik bei Passanten und Autofahrern, aber auch Zustimmung. Weil einer machen muss und weil ich so faul bin. Ganz eindeutig. Bravo! Der Mann ist ab sofort mein persönliches Idol. Sehr gut. Ja, leider zu faul. Wäre tatsächlich auch ein gutes Motto fürs Berliner Stadtwappen, oder? Insgesamt. Diese Woche wurde in Berlin eine Aktivistin zu 4 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Die war es nicht. Aber ja, es ist 4 Monate ohne Bewährung, finde ich ziemlich hart, wo ja echte Gewalttäter in Deutschland oft mit Bewährungsstrafen davon kommen. Gleichzeitig gehört auch zur Wahrheit, macht es einem diese letzte Generation aber auch echt schwer, sie zu verteidigen. Stichwort Behinderung von Rettungswagen. Und warum klingen die immer so wahnsinnig missionarisch in ihren Interviews? So latent, sektenhaft, zutiefst bewegt vom eigenen Martyrium. Was würden Sie tun, wenn Sie davon wissen und noch ein Zeitfenster haben, diese Katastrophe abzuwenden? Was würden Sie tun als junge Frau? Dann sperrt uns ein, dann sperrt mich ein. Aber für jeden Menschen, der in einer Zelle sitzt, werden 5 Menschen sich dem Widerstand anschließen. Aber solange das nicht passiert, was soll ich tun als junge Frau? Also, da ist Philipp Amthor wirklich der falsche Ansprechpartner. Ja, ich wette, der kennt nicht mal eine junge Frau. Nur eine Theorie. Widerstand. Haben Sie gehört? Widerstand. Denkt sie, sie wäre in der Resistance oder was? Wirklich, wenn ich diesen ganzen Carlas zuhöre, bei denen heißen ja komischerweise alle Carla, da denke ich oft, weniger Pathos wäre echt besser. Aber wahrscheinlich können die inzwischen gar nicht mehr anders. Auch privat.
Ich muss jetzt ins Büro. Kannst du bitte die Spülmaschine einräumen? Ja, denn wir fahren mit Vollgas auf dem Highway Richtung Küchenkatastrophe. Hier sieht es aus wie Sau. Ist das denn allen egal? Wir müssen jetzt die Maschine einräumen. Ansonsten ist diese Küche irgendwann unbewohnbar. Für uns, unsere Kinder und deren Kinder. Wir sind die letzte Generation, die noch aus einer sauberen Tasse trinkt. Kaffeekapseln sind alle. Bringst du welche mit? Ja. Dauerapokalypse stumpft irgendwann ab. Ja. Ja. Ist so, ganz normal. Also in der Sache gibt Ihnen sogar der Expertenrat der Bundesregierung recht. Der warnt, hat neulich gewarnt, dass wir unsere Klimaziele bis 2030 reißen, und zwar mit Karacho. Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent. In Spanien gibt es jetzt schon Regionen, wo zeitweise nichts mehr aus dem Wasser ankommt. Und wissen Sie, was vom Gardasee noch übrig ist? Nicht viel. Nicht viel, Leute. Ja, der Gardasee, quasi ein deutsches Gewässer. Und die Ampel arbeitet derweil schon seit über 1,5 Jahren an ihrem sogenannten Klimaschutz-Sofortprogramm. So viele Fehler in einem Wort. Das Bundeskanzleramt befreit Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der Pflicht für ein Klimasofortprogramm. Und das, obwohl das Verkehrsressort die Vorgaben zum CO2-Ausstoß für 2022 nicht erfüllt hat. Ja, komm, kein Stress, oder? Kein Stress, ne? Der Volker hat aber auch durchaus Ideen zur Klimarettung. Er hat diese Woche ernsthaft vorgeschlagen, wer sich ein neues Auto kauft, soll ein 49-Euro-Ticket umsonst dazukriegen. Ja. Lustiger wäre, wenn man zu jedem Zugticket umsonst ein neues Auto kriegt, ne? Aber ja. Fürs Klima. Und jetzt kommt direkt der beste Witz der Sendung. Volker Wissing macht konkret mehr für den Klimaschutz als die Forderungen der letzten Generation und der Klimakleber. Das kannst du nicht mehr toppen. Das war die Heute-Show, meine Damen und Herren. Nein, nein, nein. Ist Quatsch, ist Quatsch. Tatsächlich ist es vor allem für unseren Volker irre praktisch, dass die Wut der Deutschen sich gerade, ja, auf eine Handvoll Kalas in Warnwesten fokussiert. Aber genau das will die letzte Generation jetzt wohl ändern und hat einen Image-Profi engagiert, nämlich Till Reiners von der PR-Agentur Sunshine Smile. Für was jetzt genau? Ja, also gut, engagiert ist jetzt ein großes Wort. Also ich berate die und stelle anschließend eine Rechnung. Und das Schöne ist, die können ja nicht weg. Alte PR-Regel, die Leute immer da abholen, wo sie festkleben. So, Kinder. Erstmal, ich finde es super gut, dass man gerade im Moment bei euch, um euch gar nicht herumkommt. Also, ne, also weder mit dem Auto noch thematisch. Ja, 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 und da hakt es eben auch. Ne? Likeability, ja, ihr seid mega unbeliebt. Ja, das fühlt sich doch nicht gut an. Jeder Mensch will doch gemocht werden. Und da setze ich an. Ja, guck mal, ja, die können nicht Auto fahren. Das nervt. Ne? Die meisten fahren nämlich super gerne Auto. Also statt ankleben vielleicht mal, weiß ich nicht, selbstgebackenen Kuchen verteilen im Berufsverkehr. Kann ja auch vegan sein. Und dann eure Schilder, Leute. Oh, hier, handeln und zwar jetzt. Ist das ein Gute-Laune-Schild? Nein. Da sind direkt zwei Wörter drin, die der Deutsche hasst. Handeln und jetzt. Wir PR-Jungs sprechen da von Pfui-Wörtern. So, hier, so funzt das. So, lass uns demnächst mal was machen, wenn es bei euch passt, aber echt kein Druck. So. Ja, Weltrettung als Angebot. Ich klinge ja auch nicht bei fremden Leuten an der Tür und sage, hier, Thermomix, kauf den, du Arschloch. Ihr müsst es den Menschen verkaufen. Und niemand mag Verbote. Nicht immer dagegen sein. Heißt ja auch Protest. Das kommt ja von pro, für, das ist Latein. Na gut, könnt ihr wahrscheinlich nicht wissen, ne? Gab kein Latein in der Waldorfschule. Null Humor, war klar, ja. Und dann die Location. Warum Berlin? Okay, als Ruine, coole Kulisse für ein Shooting. Ja, aber wenn ihr ausgerechnet hier den Verkehr zum Erliegen bringt, ist das für Berliner ein ganz normaler Dienstag. In keiner Stadt Deutschlands ist man so dran gewöhnt, dass nichts funktioniert. Mein Tipp, München. Ja, wenn du in München zwei Kaugummis auf den Gehweg schmeißt, nennen die das Chaos-Tage. Erwecke, ich bring hier in tote Augen. Ja, ich habe auch noch nicht ganz verstanden, für was die sie bezahlen sollen. Ja, für Profitipps, damit die Kids mal Follower kriegen. Oder vielleicht sogar einen Werbevertrag, ne? Dass man den sinnlosen Quatsch hier wenigstens monetarisiert. Wisst ihr, wie das geht? Zwei Wörter, Tick und Tock. Ich drehe jetzt mit euch ein TikTok-Video, das geht durch die Decke. So, pass auf, Thema Klima, da
Das decken wir ab hier mit dieser süßen Panda-Maske. So, das passt. Und wir brauchen natürlich Humor. Das muss witzig sein hier. So. Das ist Fun. Und Mucke ab, bitte. So, Leute, winken bitte, winken. Und ein bisschen dancen. Schön die Hüfte kreisen lassen. Oh mein Gott, es regnet Likes. Geil seid ihr. Till Reiners, vielen Dank nach Berlin. So, meine Damen und Herren, wir freuen uns gemeinsam, denn ein langes Wochenende steht bevor. Am Montag ist Feiertag, 1. Mai, Tag der Arbeit oder wie er ganz vollständig heißt, Tag der Arbeit, für die bei uns theoretisch jeder mindestens Mindestlohn kriegt und das unter menschenwürdigen Bedingungen, was aber in der Praxis leider so nicht immer hundertprozentig hinhaut, ist halt so. Ne? Ja, bisschen sperriger Name für einen Feiertag. Ausbeutung findet wie das Leben immer einen Weg. Oder wie Karl Marx sagen würde, ich hab's euch von Anfang an gesagt, Leute. Ja, Ausbeutung. Ja. Reden wir also kurz vor dem Tag der Arbeit über die Logistikbranche. 5 Wochen lang haben 60 Lkw-Fahrer aus Usbekistan und Georgien am Rastplatz Gräfenhausen, Südhessen, an der A5 gestreikt, wegen unmenschlicher Arbeitsbedingungen. Und weil sie teilweise über Wochen, manche sogar über Monate, gar kein Geld mehr gesehen haben. Möglicherweise hätte da trotzdem kaum ein Medium drüber berichtet. Aber dann hat der polnische Spediteur ausgerechnet am Karfreitag eine private Sicherheitsfirma samt gepanzertem Fahrzeug nach Hessen geschickt. Der Schlägertrupp sollte die Fahrer wohl einschüchtern und ihnen die Laster abnehmen. Zum Glück, Freunde, kam zufällig Cobra 11 vorbei und konnte Schlimmeres verhindern. Man reibt sich wirklich die Augen. Wildwest an einer deutschen Raststätte. Also eigentlich Wildost natürlich. Ja. Der polnische Chef der Security-Firma versteht die Aufregung allerdings gar nicht. Na, aber das ist normal. Das ist unsere Dienstfahrzeuge. Schaust du, dieses Auto ist auch gewesen in Deutschland. Aber Panzerauto, warum nicht? Warum nicht Panzerauto? Schaust du. Ja. Ich sage Ihnen, da haben viele Bundeswehrgeneräle heulend vor dem Fernseher gesessen. Die haben gepanzerte Fahrzeuge. Ja, inzwischen will der polnische Spediteur den ausstehenden Lohn bezahlen. Der Streik war also so gesehen ein Erfolg. Und, das ist ganz wichtig, er wirft endlich ein Schlaglicht auf ein Business, in dem krasse Ausbeutung leider sehr regelmäßig vorkommt. Immer noch. Klar, auf dem Papier haben wir in Deutschland Mindestlohn, Ruhezeiten, Kontrollen. Aber innerhalb der Europäischen Union sind die Standards eben doch sehr unterschiedlich. Auf unseren Autobahnen sind Fahrer unterwegs, die verdienen höchstens die Hälfte von dem, was in Deutschland Angestellte verdienen. Manche kommen monatelang nicht nach Hause. Als ich Anfang letzten Jahres mit dieser Arbeit begann, teilte der Chef mir erstmal mit, dass er künftig für die Sonntage nicht mehr zahlen würde. Im ersten Monat haben wir auch kein Geld bekommen. Es hieß, dass wir das Geld nachträglich erhalten, nachdem wir ein Jahr gearbeitet haben. Mein Gott. Und ich dachte immer, das größte Verbrechen an unseren Autobahnen wäre der Sanifair-Bon, meine Damen und Herren. Ja. Viele Fahrer werden von ihren Chefs gezwungen, Arbeitsschutzgesetze zu ignorieren. Bei jeder dritten Kontrolle werden Verstöße zum Beispiel gegen Lenk- oder Ruhezeiten festgestellt. Der polnische Spediteur zum Beispiel hat seinen Fahrern auch noch hunderte Euro abgezogen für kleine Kratzer an der Stoßstange. Sag mal, hoffentlich sind die wenigstens ordentlich krankenversichert. Pro Jahr und Fahrer zahlt der polnische Spediteur Akmatz und Lukmatz angeblich 450 Euro in eine Krankenversicherung ein. Allerdings soll diese Versicherung nirgendwo gültig sein. Ja, nirgendwo gültig oder wie es bei uns heißt, Kassenpatient. Ja. So, und dann wundern wir uns aber, dass allein in Deutschland an die 100.000 Fahrer fehlen. Warte mal, nach den Gesetzen des Marktes müssten die bei dem Fachkräftemangel super bezahlt und super behandelt werden. Das heißt ja, der Markt regelt doch nicht alles zum Guten. Megaschock. Ja, stattdessen findet ein Unterbietungswettbewerb statt. Jeden Tag. Sub-Unternehmer aus Osteuropa holen sich die Aufträge und dann gibt's brettharte Arbeit für lächerlich wenig Geld. Ich sag mal, davon träumen wirklich nur noch Leute, die gar keinen anderen Job mehr finden.
Genau. Ja, ja. Als Melania hörte, dass die Fahrer oft Monate nicht nach Hause kommen, hat sie gesagt, Donny, mach das bitte! So, Idee. Nur eine Idee. Wenn hier so viele Fahrer fehlen bei uns, dann könnten wir doch die ganzen Georgier und Usbeken zu deutschen, also humaneren Konditionen einstellen, denkt man. Geht aber nicht, weil wir ihren Führerschein nicht anerkennen. Also der reicht, um immer wieder hier durchzufahren. Der reicht auch, um monatelang auf unseren Raststätten zu, sagen wir mal, leben, aber nicht fürs Angestelltwerden bei einer deutschen Firma. Gut, vergessen wir das. Anderer Vorschlag, Alternativvorschlag. Endlich mehr Güter auf die Schiene. Kriegt die Deutsche Bahn das hin? Ich bin Lokführer im Güterzugverkehr und ich fahre gleich einen Zug, der 5 Tage Verspätung hat. Deswegen muss ich nach Biblis, aber Sie sehen ja... Und wie kommen Sie jetzt von hier weg? Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, mit der Bahn jedenfalls nicht, ne? Ja. Der lebt jetzt an dem Bahnhof, meine Damen und Herren. Ja. Gut, ich ziehe den Vorschlag zurück, dann eben noch mehr Laster gefahren von ausgebeuteten Usbeken. Die von der A5 haben übrigens nach eigenen Angaben auch Waren gefahren für große Konzerne wie IKEA, Mercedes oder VW. Ja, ja, man fragt sich, ist das diesen Firmen, also diesen großen Marken, wenigstens peinlich im Nachhinein? Ich sag mal, mir wäre das peinlich. Weil man, wenn jetzt in den Media die Reaktion sieht von der großen Firma in die Lieferkette, die sagen, oh, keine Ahnung, diese Firma, niemals von gehört. Und diese Fahrer fahren täglich vor diesen Firmen. Ja, natürlich, aber das ist ja das Geniale an Sub-Sub-Unternehmen. Ne? Man kann immer sagen, ja, mit dem Ausbeuter haben wir doch gar keinen Vertrag. Und wie unser direkter Vertragspartner dieses unglaublich günstige Angebot machen konnte, das wissen wir doch nicht. Hier, neuer IKEA-Spot. Endlich die erste eigene Wohnung. Aber wenig Geld für Möbel? Du und deine doofen Hipster-Freunde gebt das Geld lieber für Partys und Saufen aus? Das geht? Dank dieser netten Usbeken und Georgier. Sie arbeiten auch mal Monate ohne Lohn und schlafen für dich. Im Laster auf unserem LKW-Etagenbett. Rückenschmerz. Und machen ihr Geschäft direkt ins Chemiklos Dinkur. IKEA, lieferst du vielleicht mal endlich oder streikst du noch? Ja. Nach wie vor schlimme Zustände in Teilen der Logistikbranche. Und darüber reden wir jetzt mit Manni Stockhaus. Er ist Sprecher des Bundesverbands der in Satiresendungen klischeehaft dargestellten Fernfahrer. Herr Manni, keiner will mehr Trucker werden. Woran liegt's? Moin, moin. Ja, das ist echt rätselhaft. Also ich zum Beispiel sitze jetzt seit über 4 Stunden auf dem Bock und glotz auf die Rücklichter von einem rumänischen Schweinelasser. Was kann man daran nicht mögen? Ne? Das war mal ein Traumberuf. König der Landstraße. Die Mädels haben sich beömmelt über unsere Aufkleber. Damen, aufgepasst, meiner ist 15 Meter lang. Ne? Das kannst du heute nicht mehr bringen. Oh, sorry, ich muss eben meine Bohnensuppe umrühren. Ich mache das alles während der Fahrt. Aha. Herr Stockhaus. Kleinen Augenblick noch. Pass doch auf, du Arschloch. Ja, da brauchst du gar nicht die Nase rümpfen, Herr Welke. In meinem Job bist du 24/7 unter Zeitdruck. In einer halben Stunde muss ich meine vorgeschriebene Ruhezeit anfangen und finde garantiert wieder keinen Parkplatz. In Deutschland fehlen Zehntausende. In den Wettrennen, da kommt es auf jede Minute an. Da kannst du nicht fürs Essen anhalten. Essen auf Rädern, für Bernd ganz normaler Alltag. Yeah. Halleluja! Ja, so glamourös hätten Sie sich das gar nicht vorgestellt, ne? Nein. Jeder vierte Fahrer arbeitet über 60 Stunden die Woche im Sitzen. Das ist total ungesund. Viele sind unfruchtbar wegen der Sitzheizung. Man hockt hier ja quasi auf einem 30-Tonnen-Eierkocher und brezelt sich die Spermien weg. Ja gut, aber ich meine, Hilfe ist ja unterwegs. Das EU-Parlament diskutiert jetzt die Missstände in eurer Branche. Ach so, ja, na prima, dann sind wir ja alle gerettet. Ich sag dir mal, was der Missstand ist, Freundchen. Dass ihr verwöhnten Bratzen da draußen nicht zu schätzen wisst, was wir hier leisten. Ein Logistik-Weltwunder ist das. Ihr bestellt irgendeinen Scheiß im Internet und erwartet, dass er am nächsten Tag da ist. Ja, was denkt ihr denn, wer das möglich macht? Jeff Bezos? Das stimmt, im Recht ist er voll gedankenlos. Ja. Da fällt mir ein, ich habe heute Morgen einen neuen Sandwich-Toaster bestellt und der ist immer noch nicht da.
Ach so, ja, nee, klar, dann nutze ich meine Pause gleich und guck mal hinten nach. Und das Schlimmste, wenn wir das irgendwann alles nicht mehr aushalten, dann findet ihr andere. Der deutsche Fahrer, der kostet mehr als der tschechische. Der tschechische kostet mehr als der ungarische oder rumänische. Der rumänische kostet mehr als der ukrainische. Und der ukrainische kostet mehr als der Filipino. Und so geht das Ganze halt immer weiter nach Osten. Hakuna Matata, the circle of Ausbeutung. Immer weiter nach Osten auf dem Globus, bis wir irgendwann wieder im Sauerland ankommen. Ja, ja. Ja, das ist wirklich schlimm. Aber was machen wir denn da jetzt? Hui, ja, das ist schwierig. Erste Idee, nur mal so rumgesponnen, mehr Geld, mehr Parkplätze, Raststättenkaffee für unter 5 Euro und Sanitäranlagen, wo man auch ohne Gummistiefel rein kann. Nicht mal Wildpinkeln geht mehr, weil überall diese wütenden Trucker-Babes zugucken. Oh, kannst du die weiter an den Zaun stellen zum Pissen? Mein Gott, ey, steht mir noch Richtung Autobahn stellen. Sau, ist doch ein Witz, oder? Das sind nur Dreckschweine, oder? Ja klar, ring noch ein bisschen länger den Pimmel aus. Ich hab Todesangst vor dir. So, Herr Welke, ich muss jetzt Schluss machen, da ich gleich mit Sicherheit wieder keinen Parkplatz finde und illegal auf dem Standstreifen übernachte. Dann mache ich mich jetzt schon mal fertig für die Nacht hier. Warte mal eben. Abendbrot hier. Oh. Halleluja. Zähne putzen. So, muss reichen. Und jetzt duschen. Ja. Ah. Und jetzt schön Pipi. Ah. Ich verspreche, ich bestelle nie wieder was. Holger Stockhaus, meine Damen und Herren. So. Und? Stehe ich richtig? Super. Also, dann los. Liebe Fans der feinsten Unterhaltung, klickt hierhin, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Das war's. Hm? Super Take. Wir haben's. Oh, ich sehe auch echt schnieke aus heute. Hm?